Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video von eurem. Ja, ihr wisst bestimmt schon Bescheid. Ja, von eurem Sebastian. Und zwar, ich stelle euch heute die Seite eOrbit vor. Da müsst ihr im Internet einfach auf Google gehen. Jetzt gehe ich mal in Google, in die Google-Suchmaschine und gebe es dort am besten ein. So, jetzt haben wir hier Google. Wenn sich mal eine Seite öffnet. So, und da gibt ihr jetzt einfach ein eOrbit. So, jetzt gehen wir auf eOrbit. Und da gehen wir natürlich auf die offizielle Seite, könnt ihr gehen. Das ist hier. eOrbit offiziell Seite. Ja, da klicken wir jetzt mal drauf. Ich habe hier drei Tabs schon geöffnet von dem Ganzen. So, um euch jetzt mal was zu zeigen, was das Ganze kann. Smart Defrag 5. Ihr könnt bestimmt den C-Cleaner. C-Cleaner ist auch sowas in etwa wie Smart Defrag. Aber Leute, dazu muss ich halt eins sagen. Der kann eure ganze Festplatte noch ein bisschen besser defragmentieren als der C-Cleaner. Ich selbst habe den C-Cleaner auch auf dem PC. Aber der PC-Cleaner muss dazu sagen, der hängt auch des Öfteren. Ich selbst habe damals auch mal von dem ganzen System von eOrbit mir was runtergeladen und ich muss sagen, die Free-Versionen, die waren schon hammergut gewesen. Also muss wirklich dazu sagen, ihr könnt hier zum Beispiel auch auswählen bei Security. Da könnt ihr folgendes auch auswählen: AMC Security, Random Password Generator, also das heißt so viel wie. Wenn ihr ein Passwort habt, damit es auch geschützt wird und dass ihr es, wenn ihr mal irgendwelche Schwierigkeiten habt, damit ihr es auch sofort seht. Also es ist schon ein sicheres System und Advanced System Care Ultimate, das ist ein Antivirenprogramm. Hier seht ihr es ganz genau. Ihr könnt jetzt mal aus beispielsweise auf eOrbit Malware Fighter Free klicken. So, da kommt ihr auf die Seite, wo ihr eben drauf geklickt habt. So. Da könnt ihr mal aus Spaß auf Free Download klicken. So, jetzt kommt ihr auf eine neue Webseite. Und da könnt ihr euch das auch normalerweise gleich runterladen. Also, wie gesagt, ihr geht hier drauf. Dann geht ihr auf eOrbit Malware Fighter Free. Und hier steht New. Und dann werdet ihr weitergeleitet. Und dann könnt ihr euch normalerweise die ganze Datei frei los runterladen von der Seite. Ja, was ich euch noch zeigen kann, was es aktuell auch gibt, das ist ein Paket mit einmal eOrbit und Installer Pro 5, Smart Defrag Pro 5 und Protect Folder. Ja, dazu muss ich halt eines sagen, Leute. Es ist richtig gut, muss ich halt dazu sagen, weil hier schaut euch mal das Preisverhältnis an. Wenn ihr jetzt mal auf Amazon aus Spaß mal gegangen seid, habt nach der Software geguckt oder habt im Internet mal nachgeschaut, Leute, ihr bekommt es überhaupt nicht billiger. Vergesst die ganzen Hackprogramme oder sonstiges, Leute. Das ist ein Hammerangebot. Schaut euch doch mal an. Ihr bezahlt gerade mal $23,98. Das sind gerade mal Dollar, Leute. Jetzt rechnet nur mal rund 3 Euro weg, Leute, da kriegt ihr das bald geschenkt. Die ganzen Versionen, Leute, die gehören euch. Für den Preis, da kann man doch nichts sagen, Leute. Also, das ist bald schon ein Schnäppchen, ey. Das bekommt ihr richtig geschenkt auf der Seite. Ja, und in Smart Defrag, Leute, nicht wundern. Da kommt eine andere Seite bei mir. Aber ich ging auf Download und wurde weitergeleitet auf diese Seite. Major. gex.com/file/datei/iOrbit. Also Leute, an dem Ganzen hier kann ich schon sehen, damit die Seite auch zu iOrbit gehört, Leute. Also ist es keine gefakte Seite oder so. Es ist die reine Seite. Hier könnt ihr euch die offizielle Datei auch runterladen. So, jetzt gehe ich auch mal hier drauf. Und Tools zum Beispiel. Bei Tools, da klickt ihr zum Beispiel mal auf Startmenü 8 für Windows 8. So Leute, da klicken wir mal drauf. Es müsste gleich kommen, Leute. Mein PC hat hier so viel gerade geöffnet. Ich muss mal schließen, ey. Er ist nicht gerade der schnellste. Das gebe ich auch zu, Leute.
So Leute, jetzt bin ich auch wieder zurück. Mein PC, der hat ein bisschen gehangen, aber es ist halt so wild, Leute. Ich wollte euch jetzt mal das Programm hier vorstellen. Und zwar, wie es jetzt hier schon steht, bringt das klassische Startmenü auf der Windows 8 und Windows 10 zurück. Verwaltet ihren Desktop und moderne Apps leicht. Yo Leute, da kann ich euch eines dazu sagen. Und zwar, wenn ihr euch das runterladet, ihr habt ja sicherlich dieses, ich sag jetzt mal, hässliche Teil da unten, wo so wirklich hässlich aussieht. Bei Windows 10 sieht es nämlich so aus, Leute. Da ist das ganze Startmenü mit so komischen Kacheln da aufgeführt und so. Und wer das alles nicht haben mag und mag es ganz normale Windows 7 Design haben, der kann sich das hier runterladen, Leute. Dann bekommt ihr wieder den Kreis hier unten, wo ihr von Windows 7 auch kennt. Und ihr habt nicht den Huddel, sag ich mal, wie ich immer, weil ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, weil Leute, das ganze Startmenü ist alles anders da wie früher und so. Also ich komme mit nicht zurecht. Ich habe das mir jetzt noch nicht runtergeladen, aber hat sowas Ähnliches mal früher. Aber das empfehle ich auf jeden Fall, weil wer jetzt sein Desktop nicht so mag, wie ich ihn hier habe, wie gesagt, der soll sich sowas runterladen. So, jetzt stelle ich euch aber mal noch was vor. Ich zeig's euch mal. Ich habe doch hier vorhin mal durchgeschaut schon mal. iOBIT Unlocker. So, da steht's auch schon. Das Ganze, das ist recht gut. Ihre einfache und kostenlose Lösung für Probleme auf Windows wie Dateien oder Ordner können nicht gelöscht werden. So, ja, da gibt es natürlich Dateien. Da kommt immer eine Meldung, kann aus den Grund nicht gelöscht werden. So, dann klickt ihr wieder auf Löschen, da kommt immer wieder die Meldung. Wenn ihr euch jetzt dieses Programm hier runterladet, Leute, da habt ihr das Programm drauf und das Programm, das zieht für euch das Programm, also den Ordner, sag ich mal, oder was, oder die Datei durch das ganze Programm durch und dann könnt ihr das Programm auch löschen. Sag's mal, wenn ihr jetzt einen Ordner habt, den Ordner habt ihr zum Beispiel irgendwie verschlüsselt oder so und ihr könnt den überhaupt nicht mehr löschen oder gar nicht mehr zugreifen. Das Programm bekommt es hin, damit ihr die Datei vom PC wenigstens löschen könnt. Also Leute, das ist wirklich ein super Ding, muss ich dazu sagen, Leute. So, ich gehe jetzt auch nochmal auf den Job drauf, um zu schauen, was es da Schönes gibt, damit ihr das auch seht. Und auf dem Job angekommen, seht ihr, das ist unser Frühlingsangebot, Leute. Also ihr müsst zuschlagen noch. Weil wirklich, das ist ein Hammer-Schnippchen, was ihr da machen könnt. Da kann man echt nichts sagen mit dem Preis da. Also billiger kommt ihr echt nicht weg, weil Leute, das, was ich euch eben alles gezeigt habe, das waren alles so Sachen in etwa wie hier. Also hier der Defragmentierer, der kann eure Festplatte defragmentieren. Ihr könnt Dateien defragmentieren lassen. Und natürlich könnt ihr das ganze System überprüfen lassen. Da sind Dateien, die ihr mal geöffnet habt. Jeder Klick der Maus wird abgespeichert. Sei es jetzt hier, wo ich draufklicke, sei es hier, ob ich mit der Maus mich bewege, ob ich auf Ordner gehe. Jeder Klick speichert euer PC ab. Und dafür ist CCleaner auch zum Beispiel ein Programm. Aber das hängt wie gesagt öfter. Deswegen nutzt doch einfach mal Adventure System Care Pro. Da seid ihr super dran, Leute, von iOBIT. Leute, ihr könnt euch natürlich noch auch den, wenn ihr gerne zocken tut, natürlich. Da gibt es bestimmt viele Zocker unter uns, wo jetzt bestimmt das Video sich anschauen. Da könnt ihr euch auch den Game Booster runterladen. Mit dem Game Booster, der ein oder andere, der weiß genau, was ich meine. Game Booster tut zum Beispiel euren ganzen System, tut er ein bisschen verschneller, Leute. Ja. Fragt sich der eine oder andere, wie macht ein System das? Ja, ein System, Leute, arbeitet, also das, die Software arbeitet an eurem System. Da steht ja, downloaden Sie sich PC Optimizer und Booster kostenlos. Beschleunigt den PC und verbessert Spielleistung. Also, Leute, das heißt so viel wie, wenn ihr euch das runterladen tut, dann tut es welche Prozesse, wo ihr euch gar nicht auskennt, tut es abschalten. Und dann, wenn ihr das wieder einschaltet, sind die auch wieder eingeschaltet. Weil, wenn ihr jetzt auf gut Glück was ausschaltet, Leute, dann kann es sein, dass ihr euer ganzes System verschießt. Also sprich, euer System geht nicht mehr. Und ihr könnt euer System nehmen und fortschmeißen, weil es überhaupt nicht mehr geht. Darum ist sowas am sichersten. Da klickt ihr drauf, ihr geht auf zum Beispiel Beschleunigen oder Optimieren,
steht er meistens, weil steht meistens auf Englisch oder so. Und dann klickt er da jedenfalls drauf und dann könnt ihr euer ganzes System ein bisschen verschnellern, weil da werden unnötige Prozesse abgeschaltet. Weil das ist beispielsweise wie, ich zeige es euch mal, ich demonstriere es ganz kurz. Da, ich zeige es euch jetzt mal, wenn ich jetzt hier draufklicke und gehe hier drauf. So, jetzt gehe ich auf erweiterte Einstellungen hier oben. Da schaltet jetzt beispielsweise hier visuelle Effekte aus. Ich habe das Ganze schon ausgeschaltet, aber Leute, wer das jetzt nicht kennt, der kommt hier überhaupt nicht weiter, Leute. Der steht dann wie in einem Urwald und weiß nicht, was für einen Prozess schalte ich aus, was mache ich am besten. Deswegen downloadet euch, wenn ihr euch überhaupt nicht sicher seid und wenn ihr allgemein ein flusses System haben wollt, downloadet euch Advanced System Care 9. Das ist wirklich Hammer. Ich habe vorhin mir nochmal ganz durchgeschaut, was es alles Schönes auf iOPIT gibt. Also Leute, da wird mir wirklich richtig bestückt, was es da alles Tolles gibt. Vor allem Driver Booster. Ey Leute, das ist wirklich Hammer. Driver Booster, erhalten Sie Priorität, um Treiber schnell zu aktualisieren. Leute, das muss man machen. Treiber müssen aktualisiert werden. Wenn ihr zum Beispiel im WLAN seid, wie ich es jetzt bin, oder im LAN, wie ich es auch manchmal bin, dann müsst ihr eure Treiber immer auf dem neuesten Stand zum Beispiel haben. Es kann sein, dass die Netzwerktreiber veraltet sind, dass zum Beispiel die Maustreiber veraltet sind. Alle Treiber können veraltet sein. Das kann auch zu Problemen am System führen. Wenn ihr ein älteres System habt, müsst ihr sie aktualisieren. Eigentlich muss euer System immer aktualisiert werden. Mit den ganzen Treibern. Ihr müsst immer auf dem neuesten Stand bleiben. Klar, es gibt auch noch andere diverse Download-Seiten, wo man sich andere Driver-Dinger runterladen kann, aber die sind alle ein bisschen unseriös, weil ich habe die gute Erfahrung auch mal wieder gemacht, Leute. Ich zum Beispiel hatte mir runtergeladen, ich zeige es euch auch Spaß mal, Driver Genius. Ja, Leute, das ist eine reinste Geldabzocke, Leute. Driver Genius, kauft's nicht. Ihr. Das ist viel billiger, Leute. Driver Booster ist viel billiger. Ich habe nachgeschaut, Leute. Ich war letztes Mal auf einer Internetseite gelandet. Da wurde Driver Genius, neueste Version, für 40 Euro gehandelt. Leute, da downloadet man sich lieber sowas als Free-Version und testet es mal und kauft es dann. Hier kann man zum Beispiel jetzt nur kaufen, aber für den Preis, Leute, da kann man noch nichts sagen. Ihr habt es dann dauerhaft. Ihr habt die Version dann dauerhaft für 27 Euro und euer System ist dann immer auf dem neuesten Stand mit den Treibern. Also Leute, wenn ihr das Ganze downloaden wollt oder euch allgemein was runterladen wollt, sei es Smart Defrag, das ist zum Beispiel ein Defragmentierer, da könnt ihr alles ultra schnell, wie hier auch steht. Das ist nicht wie am normalen Windows, das ist alles anders da, das geht alles ein bisschen flotter, weil das eine Software ist, was für euch macht. Also Leute, wie gesagt, ich mache den Link mit in die Beschreibung rein. Geht auf die Website iOPIT.com und dann könnt ihr euch das Ganze auch runterladen. Und wie gesagt, nutzt am besten noch das tolle Angebot. Für gerade 20 Euro könnt ihr es bekommen. Es sind ungefähr 20 Euro, denke ich mal, weil ihr müsst noch ein bisschen abrechnen von den Dollar. Da bekommt ihr ein richtig super Angebot mit dem ganzen Kram, was ihr hier seht. Da könnt ihr echt nichts sagen, Leute. Also, und wie hier noch steht, vor drei PCs. Also ihr habt es für drei PCs, Leute. Könnt ihr das ganze Programm alles nutzen. Deswegen, Leute, ich mache das Ganze nochmal in die Beschreibung mit rein. Dann könnt ihr es euch gerne anschauen. Und ich muss sagen, mit dem ganzen Programm, wo ich euch jetzt vorgestellt habe, müsste euer System weiterhin gut laufen. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gut gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.